Es ist gerade eine spannende Zeit. Viele neue Projekte und Perspektiven tun sich auf. Es ist zum einen wie ein roter Faden, der sich durch mein künstlerisches Leben zieht. Zum anderen konnte ich einige meiner musikalischen Visionen verwirklichen. Wirklich Projekte, die mir am Herzen lagen, gewachsen aus meiner Arbeit der letzten Jahre. Ich genieße einerseits diese Kontinuität meines Schaffens, aber ich freue mich auch sehr über viele spannende Veränderungen. Zum Beispiel die Arbeit mit jungen Nachwuchssolisten. Es ist eine neue Situation, ich habe das aber auch schon ein paar Mal gemacht. Manchmal wundere ich mich dann selber, wie sich die Dinge verändern und wie schnell sie sich verändern, weil es noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, das erste Mal, wo ich da gespielt habe, war ich so 17. Und es ist natürlich toll für einen jungen Musiker, für einen jungen Solisten, wenn man die Möglichkeit hat, mit Orchester aufzutreten, in einem großen Saal vor Publikum zu spielen. Es ist eine wichtige Erfahrung, die man sammelt. Und dann vergeht die Zeit so schnell und plötzlich ist man dann selber quasi in der Rolle, dass man eben junge Solisten vorstellt, ihnen vielleicht ein Feedback gibt. Seit einem knappen Jahr unterrichte ich auch selber an der Uni. Also die Rollen vertauschen sich da, zwar obwohl ich natürlich weiterhin auftrete, Konzerte spiele, aber das kommt halt noch dazu und das ist eine tolle Aufgabe. Als Musiker hat man ja das Glück, dass man in einem Metier tätig ist, das so viele vielfältige Möglichkeiten bietet, dass es, glaube ich, langweilig wäre, wenn man sagt, ich will jetzt genau nur das machen oder nur das machen. Man hat natürlich Ziele und Vorstellungen, man hat Ideen, man hat Projekte, die man verwirklichen möchte. Also es gibt zum Beispiel einige Aufnahmen, die ich machen möchte, bestimmte CDs machen. Ich möchte neues Repertoire lernen, ich möchte weiterhin arrangieren, also neue Werke kreieren auch. Ich möchte auch weiterhin so quasi ungewöhnliche Projekte machen, eben zum Beispiel mit Ballett zusammenarbeiten oder mit Opernsängern oder ausgefallenere Werke spielen. Also wie gesagt, es bietet sich da sehr, sehr viel und es ist sehr spannend und es entstehen vor allem auch sehr schnell neue Ideen, vor allem wenn man mit kreativen Leuten zu tun hat. Also ich glaube, da wird mir für die nächsten 170 Jahre sicher nicht langweilig werden. Die Violine, auch dadurch, dass ich irgendwie Tag und Nacht mit ihr verbringe, ist für mich jetzt nicht nur ein Musikinstrument, sondern es ist wie eine Person, mit der ich kommuniziere, die mich immer begleitet. Und was mich immer schon fasziniert hat, ist, das Instrument ist so alt, was hat es alles erlebt? Von Anfang an, Baujahr 1732 bis heute, das sind ja doch einige Jahrzehnte, Jahrhunderte, wo ja einiges passiert ist auch. Und ich denke mir jedes Mal, wenn dieses Instrument sprechen könnte, dann hätte es definitiv einiges zu erzählen und es hat einiges zu erzählen, allein durch das ganze musikalische Repertoire.